Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Sunken Land. Ganz Ruhe. Was haben wir denn hier noch so zu essen drin? Diesmal zwei Muscheln, zwei Erdbeeren. Trink mal einen Schluck. Dann bist du erstmal wieder fit wie ein Turnschuh. Ich schmeiß mal die Klamotten rüber, die wir beim letzten Mal gelootet haben. Und wir machen uns direkt auf eine Loot-Tour. 7.16 Uhr, das geht ja noch. Müsste nur mal eben mein Gedöns ein bisschen ausräumen. Komponenten machst du hier rein. Klebeband. Hast noch zwei Erze in der Tasche. Das musst du auf jeden Fall mitnehmen. Wir wollen ja losballern gehen. Und ich mache jetzt mal hier. Das mal rüber, das mal rüber. Eine Dose zu essen sollten wir mitnehmen. Zwei Verbände haben wir am Start. Dann lassen wir noch das Holz hier. Und das hier. Einmal den Wein. Und ich glaube, wir können los. Warum renne ich denn immer in die falsche Ecke hier? So. Alles klar, wir gehen direkt Richtung Floß. Wenn ich es wiederfinde. Ihr wisst ja, wie es ist. Das war hinter dem anderen Floß. Also müssten wir irgendwie da so rüber, glaube ich. Richtig, was du hier machst. Ich hoffe es. Wir fahren aber mal hin und gucken mal, was wir da abstauben können. Oh. Mal ein bisschen Gas. Das da war's, oder? Ah ja, ich glaube, das war's. Okay, die rasieren wir weg. Ich würde es mal schwer hoffen. Machen wir wieder ein bisschen auf Distanz. Ich hoffe, 60 Pfeile reichen. Sonst muss ich mit dem Speer auf die losgehen. Aber wir brauchen ja jede Menge Kram. Und unter uns müsste... Wo war denn der Bezirk 43? Ne, der ist ein bisschen hinter uns. Da können wir dann auch auf jeden Fall noch ein bisschen Loot abholen. So. Oben stehen zwei. Da unten steht einer. Die scheinen schon ein bisschen besser drauf zu sein, die Jungs hier. Hm, von wo fahre ich an? Komm direkt drauf, eh? Die Frage ist, kannst du von hier schon irgendwas treffen? Stimmt, oder? Ach, die stehen da hinter dem Fass. Das ist gerade erst... Oh, ich glaube, du bist noch zu weit weg. Oh! Ist er gerade wieder aufgestanden und bewegt sich. Irgendwas habe ich getroffen. Ich glaube, da liegt sogar einer, richtig? Aha! Schmidtchen! Schade, das wäre ein super Schuss gewesen. Hast du? Ist zu Boden gegangen. Jetzt probieren wir es mal hier. Hier wird es nochmal deutlich schwerer, glaube ich. Die zu treffen. Muss wahrscheinlich ein bisschen näher ran erstmal. Der war zu hoch. Hm. Naja, so wird das nichts. Ich fahre nochmal ein Stück. Nicht an die Truhe. Fahren bitte. Oh. Gesessen. Ja, nicht. Sehen nicht. Er steht da vor dieser Tonne, ne? Habe ich?
Haben wir auch gehittet? Der hat sich verdrückt. Komm schon, bleib mal stehen. Die sind alle in Aufregung jetzt, ist klar. Naja, der bleibt nicht lange noch stehen, dass ich da dran könnte. Komm, kleines Stück fahren wir noch an. Da ist er, ziemlich sauer auf mich wahrscheinlich. Weil er einen Pfeil im Gesicht stecken hat. Okay. Da sehe ich auch einen. Da habe ich irgendwie links das Ding getroffen. Also ein bisschen weiter rüber. So? Nee. War zu hoch. Schade. Weiß nicht, ob das so gut ist, alle wild zu machen. Darfst nicht mehr so hoch zielen, bist schon näher dran. Oh, immer noch zu hoch. Ja, der hat gesessen. Er ist auch tot. Nice. Next one. Scheiße, schlechter Schuss. Ey, Leute. Immer zu tief eigentlich. Der muss doch gesessen haben. Stellen sich hier alle hin. Ein Headshot? Oh. Ein, zwei könnten tatsächlich noch da sein. Ich gehe mal vorsichtig ein bisschen näher. Da steht auf jeden Fall einer. Kriege ich den von hier? Der wird relativ schwierig. Oh, den habe ich verrissen. Du bist tot, ne? Naja, mach mal keinen Dicken hier, du bist tot. Okay, hier schießt einer auf mich. Von wo? Hast du? Hast du auch? Haben wir's? Nice. Wegrasiert die Jungs. Ah. Gut, die müssten sich halt noch ein bisschen mehr bewegen, ne? Also. So ist das schon relativ gut zu lösen. Aber ja, ich will mich erstmal nicht beschweren. Es wird bestimmt noch ein bisschen schwerer. So. Nein. Ah, jetzt ist er despawned. Okay, dann lass mal die Taschen voll machen. Einmal Komponenten. Hier ist nichts drin im Container. Du, mein Freund, hast noch ein Tüchlein für mich dabei. Und hier gucke ich nochmal in die Kiste rein. Hier sind noch ein paar Möbel, die kannst du auseinanderprügeln. Sehr schön. Wir nehmen alles mit, was wir in die Tasche kriegen.
Wir brauchen jede Menge Stuff. Was ist hier so los? Oh, das sieht ja mal ranzig aus. Alter Schwede. Schöner Schwung Metallschrott. Kommen wir nach oben. Hier ist eigentlich schon mal eine Leiter. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ein guter Herd. Ja, nicht so spannende Sachen drin. Hier geht's hoch. Alles klar. Unten müssten wir eigentlich durch sein, soweit. Nehmen wir nochmal hier die Couch mit. Gummi! Oh Gott, ich dachte, ich fahre hier zwischen. Alles gut so. Inventar sagt, ein bisschen Platz hast du noch. Da ist noch eine schöne Kiste. Die alles verwertet haben, um sich damit was aufzubauen. Ja, nur eins. Oh, drei Krabben. Platz ist noch da. Kommst du hier? Hier war die Couch drin. Sind wir jetzt überall gewesen? Weiß jetzt gar nicht. Ja, hier ist relativ leer. Da waren wir drin und hier kommen wir nicht rein, ne? In den hier. Wie viel Loot? Ne, hier kommen wir nicht rein. Wie viel Loot haben wir denn so? Hm. 93%. Okay, wo habe ich was vergessen? Lass noch mal eben gucken. Das kann ja ein, zwei Teile, mehr kann es ja eigentlich gar nicht sein, ne? Warst du da oben drin? Ah ja, hier war nichts. Ah. Das hast du schon mal. Jo, dann haben wir es auch zu 100% erledigt. Sehr gut. Ja, hier drunter sieht es auch nicht aus, als wäre hier besonders viel. Dann schießen wir direkt mal ab. Was war denn das da drüben? Das Dorf, oder was? Ne, die Maschinenfabrik. Dorf haben wir noch 2% auf. Ich würde sagen, wir gehen Richtung Bezirk 43. Da können wir nochmal die Taschen voll machen. Bin ich wieder auf dem Fahrgastsitz. Ja, ein bisschen weiter links. Hier rüber so mehr. Das hier war Maschinenfabrik. Die machen wir vielleicht ein bisschen später. Weil das wahrscheinlich egal wäre, aber 43 ist näher an zu Hause. Da bei dem Strommast. Ja, hier geht's wohl schon los. Bezirk 43, alles klar. Steig mal aus, pack ein bisschen was in deine Truhe. Ja.
Hast du Hunger? Hast du Durst? Klingt eine Fanta ist eine Wurst, ich weiß, aber. So. Yippie! Alter Schwede, hier geht's ja gleich direkt los. Uns ein Trecker. Mein kleines gieriges Lutauge direkt wieder erkannt. Schaffst du das? Das dauert immer ein bisschen, ne? Ich habe gar nicht geguckt, ob hier ein fieser Hai wäre. Gummi! Sehr gut. Komponenten und Gummi, wichtigste. Was da alles Strom hast. Hier oben ist nochmal ein Auto. Eine Komponente ist besser als nichts. Wichtig wären jetzt Reifen. Ich glaube, wir brauchen, weiß ich nicht, bestimmt erstmal 20 Gummi, um die Sachen zu bauen, die wir jetzt gerade auf dem Schirm haben. Ich glaube, hier sind nur Schwertfische. Das wäre natürlich sehr angenehm. Gibt es ein bisschen Holz? Nimm's mit. Oh, da ist ein, was ist da los? Polizei oder was? Wow, Pistolenmunition. Boah, guck dir an, was da rauskommt. Waffenteile. Ah, kriegst du die Tonne hier noch weg? Polizei oder ist ja Beste. Oh Mist. Das lohnt sich hier, Leute. Das lohnt sich hier. Ich würde sagen, wir machen erstmal so ein bisschen außen rum. Wir sind ja dann wahrscheinlich eh bald voll. Die Gebäude nehmen wir uns zum Schluss vor. Dann komme ich nicht so durcheinander, wenn ich zwischendurch mal wieder weg bin. Ihr kennt's. Geiler Spot. Guck mal hier, die nächsten Komponenten. Hallo. Mal wieder ein Update reingeschallert ist. Oh, da sind Reifen. Und die Schwertfische auf einmal auch aggressiv sind. Dann guck ich aber blöd. Wie man hinterpieksen. Großartig. Nein, die Gebäude wollte ich später machen. Auch wenn es schwer ist. Ich weiß. Guck mal hier in die Röhre. Was? Oh. Leute, ich denke, wir können uns ein bisschen was bauen, wenn wir wieder zurück sind. Die Nacht ist ja sowieso nicht mehr so weit weg. Da werde ich wohl mal wieder durchziehen und ein bisschen was herstellen. So, hier ist noch ein bisschen was zu essen, obwohl ich jetzt so viele Muscheln, weiß ich nicht. Aber da wäre noch Metall. Das brauchen wir auf jeden Fall. Sieht aber aus, als wäre es Kupfer. Ich hätte eigentlich lieber Eisen, wenn es ginge. Alles Eisen. Ja, umso besser. Danke. Ach so, man muss ja gar nicht mehr jetzt mehrfach drücken, ne? Man kann jetzt gedrückt halten. Was ein Luxus, Leute. Auch nochmal kurz auf. Mal mit dem letzten Update rein. Immer drauf rumhämmern wie so ein Bekloppter, uns aber gedrückt halten. Sehr gut, dann haben wir auch wieder was zum Durchschmelzen. Ah, ja, ich habe richtig viel zu tun. Und heute Nacht kommt auch wieder ein Angriff. Aber ich habe noch ein paar Pfeile im Start, das heißt, das würde gehen. Wie groß ist denn das hier noch? Ich glaube, wir sind, na, noch nicht ganz, aber bald einmal rum. Kriegst du das noch mit? Jo, kriegst du. Aber locker.
Da unten ist noch ein Auto. Das können wir noch. Es wird aber echt schon langsam dunkel. Müssen wir mal Richtung Heimat kommen. Nicht, dass ich hier die Hälfte übersehe. Da unten ist noch ein Schrotthaufen. Den habe ich von ganz oben schon nicht mehr wirklich gesehen. Wird es mir jetzt unentspannt. So. Ist hier noch was drin? Ja, da ist noch ein bisschen Schrott. Das ist auch schon relativ tief. Noch Rotalge. Zwei sogar. Den müssten wir noch mitkriegen, hoffe ich. Nein. Oder auch nicht. Können wir noch was rüberpacken? Das hier auf jeden Fall. Den Wurm. Das Gummi. Ja, guck mal. So ist das schon okay. Ich komme noch mal ganz kurz zu dem Schrottmetall zurück, weil den abgebaut haben. Oder ist noch irgendwas anderes? Haben wir? Wow. Okay. Leute, lasst nicht gierig werden, wie sonst immer. Wir machen uns gemütlich zurück. Da. Da brennt noch was. Das wird wohl hoffentlich unseres sein. Wie er immer keine Peilung hat. Zweimal unter Wasser getaucht, dann weiß er nicht mehr, wo er ist. Wir werden den Angriff tatsächlich noch hier miterleben. Ich hatte ja angefangen, drüben beim Handelsposten ein bisschen was aufzubauen, dass wir uns noch so eine kleine Wasserbase mal antesten. Mal gucken, wie das funktioniert. Probieren wir einfach ein bisschen mit rum. Okay. Machen wir mal ein bisschen mehr ins Feuer, dass wir hier auch zur Not was sehen, wenn jetzt ein Angriff kommt. Holz hinzufügen F? Geht gar nicht. Warum nicht? Habe ich keins mehr? Achso, nö. Doch, geht trotzdem nicht. Hä? Holz ist doch auch C sonst. Nee, ist auch F. Wieso kann ich kein Holz mehr reinpacken? Weiß ich nicht. Egal. Wir bräuchten hier drin auch nochmal eine kleine Beleuchtung. Können wir zwar was zu essen machen. Es gibt auch ein bisschen Licht. Machen wir hier so ein lecker Hähnchen. Ah, hier geht's wieder. Wasser ist genug da. Schmeiß mal ein Rest Holz rein und dann trinken wir einen Schluck. Dann kann gleich wieder was durchbrutzeln. So, gibt's einen Angriff oder nicht? Mal ganz kurz in den Forschungstisch, weil ich nicht mehr genau weiß, was wollten wir denn als nächstes? Wir wollten die Luftfüllstation bauen auf jeden Fall. Und die hatten wir auch schon gelernt, ne? Wasserreiniger, Luftfüllstation. Vier Eisenbahnen brauchen wir dafür. Haben wir. Können wir bauen. Tun wir uns aber erst nach dem Schläfchen an. Oh, es ist noch nicht Schlafenszeit. Okay. Tun wir uns nicht nach dem Schläfchen an. Wart uns noch mal was. Bis wir pennen können. Bisschen was kann man sehen. Da
Wahrscheinlich wird es um 0 Uhr losgehen, oder? Ich habe bis jetzt nicht immer so hundertprozentig darauf geachtet. Da stellen wir die Luftfüllstation, können wir da auch erstmal hier hinstellen. Wir können es auch wieder einpacken, falls wir dann nochmal umziehen wollen. Ich würde mir die Sachen aber erstmal alle angucken wollen. So. Überhaupt richtig umgesetzt? Ich gucke es mir nächsten Morgen an. Was wir natürlich noch bräuchten, wäre so eine Flasche. Jo. Kleine Atemluftflasche. Die bauen wir natürlich auch. Die bauen wir uns. Hier. 4 Gummi, 1 Eisen bauen. Müssen wir nochmal kurz. Über zum Boot. Wie ich immer lausche, ne? Ob jetzt wer angreift oder nicht. Ja, jetzt noch Gummi drin, sehr gut. Ich hätte ein bisschen mehr vielleicht mal ausladen können. Aber. Komponenten kannst du noch rausnehmen. So, einen Platz lässt du dir mal bitte frei. Oh ja, es ist der Angriff. Sie kommen. Da sehe ich doch wen, oder? Da ist mal beschissen geschossen. Junge. Wo ist er? Da. Den hast du erwischt. Hör auf, wo schießt er denn? Spinnt er? Scheiße, du. Den habe ich, glaube ich. Na, sehr gut. Komm her, du. Hä? Oh Gott, es ist so dunkel. Bleib kurz stehen, bitte. Hä? Ich glaube, ich habe mein Lagerfeuer erschossen. Verflucht. Beim letzten Mal lief das aber besser. Da hatte ich einen oder anderen Headshot dabei. Ich kann da nicht mehr durchschießen durch meine. Ach doch, jetzt hast du mal getroffen. Shit. Da war die Chance da auf einen guten Schuss. Hat gesessen? Ah shit. Mann. Er ist tot. Wo sind die anderen? Hier unten? Ist auch noch wer. Ich hab Hunger. Da werde ich sauer. Sag mal, ist der da oben? Tatsächlich, der kriegt da einen Berg rum, der Klappstuhl. Kommst du wohl mal hier runter? Das ist schlecht, dann muss ich den im Nahkampf irgendwie wegmachen. Warte mal, kann ich mal was essen? Ein bisschen was aufzuheilen vielleicht. Wüsste gern, wo der ist. Okay, so langsam werden sie lästig, ne, die Jungs. Hier ist ja scheiße dunkel, ey. Ich sehe doch hier gar nichts. Ich habe ihn jetzt hier irgendwo direkt neben mir. Wo ist er? Da unten. Steche ich ab? Ich weiß, ihr seht nichts. Entschuldigung. Ich sehe selber nichts. Puh. Haben wir? Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Oh. Okay, die Wolken sind ja nicht so hübsch geworden. Oh. Er hat nichts am Start. Der auch nicht. Ich habe sowieso nicht so viel Platz. Muss gleich mal ausladen.
erstmal Erdbeeren eingesammelt, weißt du? Na okay, da habe ich mich nicht so gut angestellt. Das liegt aber auch daran, dass es echt dunkel ist. Hab ich alle? Ne, eigentlich müsste hier oben noch wer liegen, oder? Hä? Jetzt hat er doch was. Hat er sich's überlegt oder war es ein anderer? Na, dann war das wohl der. Bin erstmal zufrieden, dass wir den Angriff überlebt haben. Werde ich noch ein paar Fackeln mal hier und da aufstellen müssen. Schlafen hat sich jetzt auch erledigt. Der nächste Tag ist schon angebrochen. Dann schiebe ich mir noch mal schön was zu essen rein. Tasse Wasser. Puh, und räume mal kurz meinen Kram weg. So. Einmal Waffenteile. Okay, ist ein Anfang. Haben wir jetzt schon 4. Das heißt, haben wir nicht irgendwie eine Waffenbank freigeschaltet beim letzten Mal? Munitionswerkbank haben wir freigeschaltet, okay. Das wird dann wahrscheinlich auf der 4. Stufe erst kommen, hä? Oh, was brauchen wir hier? Fortgeschrittene Teile? Nee. Weiß ich nicht. Aber wir waren auf jeden Fall an der Luftfüllstation. Ich muss mir noch die Tanks bauen. Deswegen war ich ja eigentlich am Boot und dann kam plötzlich mal der Angriff. Eisenbahn. Machen wir. Ich glaube, da mache ich mal mehr als eine, ne? Hier dann nochmal ein Eisenbrocken drin, dass wir hier nochmal ein bisschen was durchschmelzen nebenher. Dann können wir jetzt aber eine schon mal herstellen. Eine Atemluftflasche im Inventar. Muss die hier liegen? Ach, die ist voll. Deswegen geht es nicht. Okay, ich hab's verstanden. Dann würde ich sagen, wenn wir noch Komponenten haben, bau dir mal zumindest eine zweite. Ist natürlich auch ganz schön teuer, ne? Aber ich denke, zwei macht Sinn. Viel mehr können wir uns eh nicht leisten. Da kommt die drauf. Die verbraucht sich jetzt aber nicht, ja? Das wäre nett. Müssen wir mal drauf achten. Oh Gott sei Dank, es wird hell. Lassen wir unsere Klamotten reparieren. Was brauchst du noch? Deine Muschel hat er Bock drauf, hat er gesagt. Soll er kriegen. Und wir stellen uns mal, ich mach mal hier, braucht man die Rotalgen noch für irgendwas anderes? Ich lasse mal ein paar über. Aber ich mache uns auch mal ein bisschen Medizin. Probieren wir die nämlich auch mal aus. Die habe ich noch nicht angetestet. Ah ja, okay. Gut, so ein Viertel, ne, von der Leiste macht es wieder voll. Tickt aber relativ langsam hoch. Aber gut, ist besser als nichts, ne? Adband-Liste mal hier. Immer kurz ausräumen. Wir brauchen nämlich schon wieder Komponenten. Pistolenmunition, sehr geil. Ne, warte mal, die hast du da drüben irgendwo. Hier ist Holz. Ja, wir hatten da schon was. 17 Schuss. Ich leg nochmal nach. Ich pack den Rest rüber. Ich würde noch gerne kurz einen Tauchgang machen wollen. Um den Tag jetzt einfach noch mal ein bisschen auszunutzen. Nicht so lange rumspielen. Ja, wir müssen looten.
Wir ziehen hier rein, den Speer. So, die Flasche nimmst du mit. Und einmal was zu essen kannst du mitnehmen. So. Zirk 43, ja. Da. An dem Strommast. Dass er nicht weint. Können wir gleich von der Seite mal durchstarten. Schnappen uns nochmal die Gebäude hier. War das das? Ja, ne? Zirk 43, bin schon da. Ist klar. So, testen wir mal die Sauerstofftanks. Ah ja. Okay. Da kann man schon deutlich länger mitbleiben. Oh, da war nochmal ein schöner Ring dabei. Der einen Haufen Asche bei der Händlerin gibt. Hier noch was? Oh Gott, das ist aber unübersichtlich. Habe ich da wieder die Hälfte übersehen. Warum ist denn das noch da? Weiß ich nicht. Ist das ein Schrotthaufen? Tatsache. Ja, so geschwebt. Ich sah so komisch aus. Ah, ist das nice. Mit dem länger tauchen. Ist ja grandios. Da ist ein Bett. Ich würde es jetzt gerne mal so ausreizen, dass wir die zweite Flasche auch ausnutzen. Oder nutzen müssen. Sag ich mal so. Hier unten warst du jetzt. Ich will mal gucken, wie das mit dem Wechseln ist. Ob man das unter Wasser machen kann. Oder ob wir dafür dann auftauchen müssten. Das ist schon mal eine ziemlich große Bude hier. Den Tisch haust du noch weg. Oh, hier ist noch jede Menge. So, gleich ist die Flasche leer. Und zwar jetzt. Ja, dann verbrauchen wir normalen Sauerstoff. Perfekt. Das funktioniert ganz gut, tauschen. Unter Wasser. Moment, hast du das Sofa richtig abgebaut? Ich traf das nicht mehr. Das wird hoffentlich nur ein Anzeigefehler sein, oder? Oh, das ist schön, der... Weiß ich nicht, wenn wir eine große Tauchtour machen, könnte ich ja fast noch eine dritte Flasche gebrauchen. Hast du dann zwar auch weniger Platz in deinem... Oh, hier. Ein Schrank. In deinem Inventar, aber ich glaube, es macht schon Sinn, ne? Gerade wenn es irgendwo noch mal ein bisschen tiefer werden würde. Ein Schrott. Ein Pudding und eine Coke. Kiste, nehmen wir alles mit. Okay. Hier geht's gleich weiter. Da ist nochmal Metallschrott. Das schaffen wir noch. Da müssen wir langsam mal was auftauchen, nachdenken tatsächlich. Aber dann haben wir dieses große Gebäude ja hier schon mal fertig. Was können wir... Doch, dann nehmen wir den noch. Jo, dann gehen wir mal... Oh, shit. Oh, shitty.
Oh, der Sauerstoff geht wieder von vorne los. Oh Gott, jetzt habe ich gedacht, ich komme hier nicht mehr raus. Auf einmal überall Decke über mir war. Panik. So. Okay. Ich glaube, die Bude haben wir so halbwegs fertig. Hier steht noch ein bisschen was rum. Das hacken wir nochmal schnell ab. Silbermünzen. Auf dem Holztisch hier, oder wo lagen die? Tatsächlich nice. Da haben wir Rotalgen. Ich glaube, die sollten wir auch alle mitnehmen. Ansonsten schauen wir mal kurz. 77%. Okay, einen Teil haben wir schon. Hier war noch irgendwo, habe ich eben Schrottmetall da. Und hier ist auch noch eine Waschmaschine. Müssten wir aber auch bald voll sein. Den kriegst du vielleicht noch mit. Ja, perfekt. Wo ist mein Boot? So. So, also das große Gebäude hier haben wir, glaube ich, durch. Da müssen wir nochmal reingucken. Irgendwo müsste ja eigentlich auch noch der Tresor sein. Habt ihr noch Bock, Leute? Wollen wir noch schnell? Ich habe mein Boot auch gar nicht richtig ausgeladen hier. Aber dafür wird es reichen, denke ich. Warte mal, das deckt noch. Das nicht. Ich weiß nicht, ob ich Erdbeersamen brauche. Das kannst du noch voll machen. Ist ja cool hier. Neonschild Frieden. Hat man nicht sogar schon so eins? Komm, lass nochmal schnell. Ich will noch nicht aufhören jetzt hier. Ich will nochmal ganz genau abchecken. Ne, das ist das Sofa, was nicht weggegangen ist. Ich hoffe, das zählt nicht in die Prozente rein. Jetzt kriegen wir es hier nicht fertig. Wir waren auf jeden Fall noch nicht hier. Machen wir erstmal das, wo wir noch gar nicht waren. Ah, hier gibt es noch ein bisschen was abzuklopfen. Ein Sofa, das nur aus Holzplanken bestand. Und wir tauchen lieber nochmal auf, bevor ich da wieder in Panik ausbreche. Stoff und Metallschrott. Sonst ist hier nichts, ne? Nö. Jede Menge Gestrüpp. Und hier oben ist nichts. Okay, unter der Brücke. Oder hier. Hier waren wir, glaube ich, auch schon, ne? Upsi. Ja. Ich habe den Tresor noch nicht gefunden. Fast ein bisschen später aufgetaucht. Da sind noch ein paar Algen, die kannst du noch mitnehmen. Was ist das hier noch? Hier kommt man, glaube ich, nicht rein. Nö. Zu flach, die Butze. Oh shit, wo bin ich jetzt gelandet? Muss tatsächlich... Oh, da ist sogar noch ein Auto. Uiuiuiui. Du musst hoch. Oh Gott. Ich schaff's noch. Uns umzubringen hier. Und noch da Gesuche.
selbst ein Auto übersehen hast, dann ist ein Tresor ja wahrscheinlich auch nicht schwierig. Obwohl ich immer noch nicht so hundertprozentig sicher weiß, ob tatsächlich in jedem Spot einer ist, aber ich meine, ich habe es gehört. In den Nebengebäuden, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wir waren hier auch überall, ne? Hier ist noch Schrottmittel. Okay, ihr Lieben, dann machen wir jetzt erstmal Schluss. Ich tauche nochmal das große Gebäude ab. Ich werde es euch sagen, wenn ich da noch irgendwas finde. Aber das haben wir jetzt nun schon gesehen. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo er ist. Dann haben wir da halt noch nicht gefunden. Bei wie viel Prozent sind wir? 90. Ja, okay. Zwei, drei Sachen liegen hier noch rum. Vielleicht kann ich es noch ein bisschen pushen. Ansonsten machen wir uns auch direkt zurück. Oh, da ist noch ein Auto. Um 90% da. Komm, lass uns das noch schnell. Ich werde hier niemals fertig. Das liegt aber auch weit weg. Aber wenn da noch eine Komponente drin ist, hat es sich doch schon gelohnt. So. Da ist noch eine Röhre. Warte, bau nochmal richtig auf. In die andere habe ich reingeguckt, aber in die hier nicht. Ja, da ist auch nichts drin. Und hier war es ja, ne? Ja, da sehe ich auch nichts. Ihr Lieben, Zeit für ein Feierabend. Danke fürs Reinschauen. Ich freue mich auf die nächste Runde Sunken Land mit euch. Mal gucken, was wir da wieder anstellen. Was hast du denn hier verloren? Metallschrott. Bestimmt aus der Tasche gefallen. Macht's gut, ich bin weg. Tschüssi.